Am Ende dieses Tals, nur 9 Kilometer nördlich von Paphos, hat sich der berühmteste zyprische Mönch in Askese niedergelassen, um allein dem Herrn gehorchend der Wildnis zu trotzen. Dort drüben im felsigen Hang fand Neophytos geeignete Höhlen, die er eigenständig erweiterte. Das geschah im 12. Jahrhundert. Zu seinem Gedenken entstand im 15. Jahrhundert dieses große Kloster. Das kleine Felsenkloster ist die Wirkungsstätte des Heiligen. Dort begann Neophytos sein Lebenswerk als 26-jähriger Einsiedler. Dort starb er, umgeben von seinen Schülern, im Alter von 80 Jahren. Dort verfasste er neben einer Autobiografie wertvolle theologische und historische Werke. Neophytos war ein Meister der Selbstdarstellung im Dienst der christlichen Lehre. Schon im Jahr 1170 begann er damit, die Felsenkirche auszumalen. Später wurde er dabei von einem byzantinischen Meister unterstützt. Im Naos, dem größten der drei Räume, versammelte sich die kleine Glaubensgemeinschaft. Neophytos hat sich selbst und seine harte asketische Lebensform eingebracht in die Ausgestaltung und in den Malstil. Er sah sich als Vermittler der Gottesfurcht gemäß den Worten des Propheten David. Kommet, ihr Kinder, und hört auf mich. Gott zu fürchten will ich euch lehren. Sehr früh versammelte sich eine kleine Glaubensgemeinde um den Meister. Neophytos sah sich gezwungen, Regeln des mönchischen Miteinanders zu entwerfen, und als ihm der Rummel um seine Person zu arg wurde, grub er sich eine neue Zelle über diesem Versammlungsraum. Durch diesen Schacht in der Decke konnte er der Liturgie folgen, ohne leiblich anwesend zu sein. Neophytos scheute sich nicht, sich selbst in seinem Göttertempel abbilden zu lassen. Hier zu Füßen des Gekreuzigten kauert der noch recht junge Mönch. In einer Inschrift spricht er diese Worte: Sei durch die Bittgebete deiner Mutter und deines Täufers, die ehrerbietig neben deinem Thron stehen, gnädig, o Christus, jetzt und immer da demjenigen, der als Diener zu deinen Füßen liegt. An den Naos grenzt die Bema, eine winzige, als Altarraum dienende Höhle. Auch hier hat sich Neophytos in die Riege der Himmelswesen eingereiht, dieses Mal als alter Mann in aufrechter Haltung zwischen den Erzengeln Michael und Gabriel, die ihn an den Schultern fassend zum jüngsten Gericht begleiten. Auf einer Inschrift lässt er verlauten: O ihr Heiligen beiden, ich bete inständig, dass dieses Bild Wahrheit werde.
Die Zelle des gottesfürchtigen Mannes ist wahrhaft asketisch gestaltet. Aber was brauchte er mehr? Ein Bett, einen Tisch, einige Ablagefächer und vor allem seine Betnische. Und wenn er aufschaute, grüßten ihn die himmlischen Gestalten. Über dem Haupteingang zum Naos ist die Tür der später geschaffenen Zelle zu sehen. Neophytos ist der berühmteste Asket unter den Heiligen Zyperns. Seinem erst 1750 geöffneten Grab werden viele Wunder zugeschrieben.